Manata, der kommt. Eine Andacht von Ellen White, 28. Juli. Die Welt gegen Gottes Volk. Der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Offenbarung Kapitel 12, Vers 17. Unser Volk ist als zu unbedeutend eingestuft worden, um wahrgenommen zu werden, aber das wird sich ändern. Die Christenheit geht jetzt in eine Richtung, welche die Menschen, die die Gebote halten, notwendigerweise in den Mittelpunkt rückt. Die ganze Welt wird zur Feindschaft gegen die Siebenten-Tags-Adventisten aufgehetzt werden, weil sie nicht bereit sind, dem Papsttum zu huldigen, durch Beachtung des Sonntags, der Einrichtung dieser antichristlichen Macht. Satan hat die Absicht, sie vom Erdboden zu tilgen, damit seine Oberherrschaft über die Welt nicht angezweifelt wird. Jeder Wahrheitspunkt, den unser Volk vertritt, wird der Kritik der größten Denker ausgesetzt sein. Die Höchsten unter den Großen der Welt werden mit der Wahrheit in Verbindung gebracht werden. Deshalb sollte jeder Standpunkt, den wir einnehmen, kritisch untersucht und anhand der Heiligen Schrift geprüft werden. Jetzt scheinen wir wohl noch wenig beachtet zu werden, aber das wird nicht immer so sein. Bewegungen sind am Wirken, die uns in den Vordergrund rücken werden. Wenn unsere Theorien bezüglich der Wahrheit durch Historiker oder die bedeutendsten Menschen der Welt zerpflückt werden können, dann wird es geschehen. Wir müssen ganz persönlich wissen, was Wahrheit ist, und bereit sein, unsere Hoffnung zu begründen, und zwar bescheiden und respektvoll, nicht in einer stolzen, prahlerischen Selbstzufriedenheit, sondern in der Gesinnung Christi. Wir nähern uns der Zeit, in der jeder allein dastehen wird, um seinen Glauben zu verantworten. Wir werden wegen jedem Wahrheitspunkt angegriffen und bis zum Äußersten geprüft werden. Wir wollen ja an unserem Glauben nicht einfach deshalb festhalten, weil er uns von unseren Vätern vererbt worden ist. Solch ein Glaube wird der schrecklichen Prüfung, die uns bevorsteht, nicht standhalten. Wir wollen wissen, warum wir Siebenten-Tags-Adventisten sind, welches die eigentlichen Gründe dafür sind, dass wir aus der Welt als getrenntes und ganz besonderes Volk herausgekommen sind. Die Mächte der Finsternis werden ihre Geschütze gegen uns auffahren. Alle, die gleichgültig und nachlässig sind, die ihr Herz an ihren irdischen Schatz gehängt und sich nicht darum gekümmert haben, Gottes Handeln mit seinem Volk zu begreifen, werden leichte Opfer werden. Keine andere Macht als die Kenntnis der Wahrheit, wie sie in Jesus ist, wird uns je standhaft machen können. Und doch kann mit diesem Wissen einer 1000 jagen und zwei können 10.000 in die Flucht schlagen. Maranatha, der Herr kommt.